also beim Neubau ist es so, dass es ganz klare SIA-Normen gibt, wie man muss bauen, dass auch entsprechende Lärmemissionen können abgehalten werden. Aber die sind bei diesen Normen, wie dick muss die Mauer sein, wie fest muss die Betondecke sein, wie viel muss die Trittschalldämmung sein und. Da gibt es verschiedene Normen, die man eigentlich muss einhalten muss. Es kann sein, dass man zum Beispiel das Fenster nicht aufmachen darf Richtung Hauptstrasse und dass man dort eine kontrollierte Lüftung muss einbauen muss. Da braucht man auch einen Bauphysiker, der genau alles durchrechnet. Das ist auch bei einer Sanierung von einem Altbau auch nötig, dass man einen Bauphysiker beizieht, der das Ganze analysiert und auch dementsprechend die Massnahmen dort einem aufzeigen. Welche Massnahmen sind das? Helfen da moderne Techniken? Also gegen Lärm gibt es sicher mal, dass man gute Fenster mal dort einbaut. Es gibt spezielle Fenster, die Lärmschutzfenster sind. Man kann natürlich auch jetzt gegen Fluglärm kann man auch im Dach spezielle Konstruktionen wählen, die natürlich auch den Lärm zurückhalten. Was man auch kann, ist im Garten mit Pflanzen oder Gartenmauern oder Hecken, kann man sicher auch einen gewissen Lärm zurückhalten. Allerdings ist das auch ein teurer Eingriff. Und eigentlich, wenn man ja nicht die anderen Lärm machen selber investieren, dass man keinen Lärm hat. Was kann man denn speziell für den Lärmschutz bei Altbausanierungen machen? Durch das Anbringen von einer Aussenwärmedämmung und das Isolieren Wärmedämmen auch vom Dach, also Windenbodenisolation bringt sicher auch etwas. Man muss sich aber bewusst sein, bei einem Altbau, wenn man sich gegen aussen schützt, dann kommt man umso mehr, was drinnen passiert. Es kann dann sein, dass man vielleicht kleine Kinder, die früher vielleicht schnell durch die Wohnung durchgesprungen sind und Krach gemacht haben, dass man die umso mehr hört als vorher. Oder dass man auch eine Spülung von einer Toilette besser hört als vorher. Und das kann sehr unangenehm sein.